Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine super leckere herbstliche Suppe für euch. Es gibt eine cremige Kürbissuppe aus geröstetem Kürbis. Jetzt geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht einen Hokkaido-Kürbis von ca. 1 Kilogramm, 250 Gramm gewürfelte Kartoffeln, 3 gewürfelte Karotten, eine gewürfelte Zwiebel, ca. 1 Liter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und 200 ml Sahne. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Ansonsten findet ihr es natürlich auch direkt auf meinem Blog amerikanisch-kochen.de. Der Hokkaido-Kürbis wird erst halbiert und dann Strunk, Blütenrest und Kerne entfernt. Dann wird er mit der Schale in Würfel geschnitten und auf ein Backblech oder in eine Auflaufform gegeben und mit Olivenöl benetzt. Bei 190 Grad Ober-Unterhitze wird er anschließend 30 bis 40 Minuten im vorgeheizten Ofen geröstet. In dieser Zeit geht es mit den anderen Zutaten weiter. Die Zwiebelwürfel werden in etwas Öl glasig angedünstet. Dazu kommen die Karottenwürfel und werden 3 bis 4 Minuten mit angedünstet. Mit der Brühe wird dann alles abgelöscht und die Kartoffeln dazugegeben. So sollte das Ganze bei schwacher Hitze köcheln, bis der Kürbis fertig ist. Wenn es dann soweit ist und der Kürbis wunderbar duftet, kommt er zu der Suppe und das Ganze wird fein püriert. Zum Schluss wird das leckere Süppchen noch mit Sahne, Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Besonders gut schmeckt das Süppchen mit einem Topping aus Sahne, frischer Petersilie, Kürbiskernen und Erdnüssen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.